das Endziel davon ist. Naja, gut, das mag aber schon das Endziel. Das ist eine Spekulation, aber komischerweise, weshalb wird man von diesen Dingern krank? Naja. Gut, das mag das Endziel von irgendjemandem sein, das ist noch lange nicht gesagt, ob es erreicht. Eine sehr unangenehme Geschichte in dem Zusammenhang, Chemtrails und Morgellons, da gibt es übrigens einen eigenen Thread von Anselm im Forum. Morgellons Disease. Ja, das habe ich gehört davon, also das ist eine ganz üble Geschichte. Sehr übel, ja. Sehr üble Geschichte, und man hat sich über diese Menschen, die darunter leiden, also nur lächerlich gemacht und gesagt, die sei nicht... Was ist denn das für eine Krankheit? Kannst du das kurz spielen? Also man vermutet, also ich sage jetzt mal, das ist eine Krankheit, die sich äußert durch irgendetwelche Fremdkörper unter der Haut, die sich dann da versuchen rauszuschaffen und ganz grauslige, so oberflächliche Hautläsionen machen. Und das muss bei den Leuten kribbeln und krabbeln und die halt zum Wahnsinn treiben. Das sieht, also man sieht auf dem Internet Fotos von den Dingern. Das sieht furchtbar aus. So furchtbar sieht das aus. Das sind Fasern, die da fast rauskommen. Also grausame, auch farbige Fasern. Ja. Eine blaue, rote, weiß der Kuckuck was. Aber was weiß man, was, oder ich weiß nur vom Fernsehen und von den Medien. Linda Hau hat da auch einiges geforscht. Ja, dass unser Essen immer mehr mit Nanosachen vermischt wird. Auch Verpackungsmaterial mit so Nanotechnologie, also da kann jeder schauen auf dem Internet und da schauen, also das sind auch Zusatzstoffe zu Nahrungsmitteln, weiß der Kuckuck, was da auch noch reingemischt wird, dass das mit, möglicherweise mit Chemtrails zu tun hat, aber das kann ich, also sag ich mal, kann ich noch nicht ganz glauben, aus dem Grund, dass das in Europa noch nie, also ich habe von dieser Krankheit in Europa noch nie gehört. Wobei ich sagen muss, dass in Amerika dieses Chemtrail-Phänomen schon sehr viel länger stattfindet als bei uns in Europa. Ja, und also wenn man zum Beispiel diesen Forum-Thread anschaut, der zu dieser Sendung heute gehört, ja, da sieht man dann jemanden in Las Vegas, wie er eben diese Aufnahmen macht, und das ist absurd, was er da abspült. Und der also lässt da einigen Sarkasmus auch raus, indem er sagt, no, das war jetzt ganz normal, nur keine Sorge, und man sieht da also diese länglichen Wolken, sage ich mal, die den ganzen Himmel aus. Ja, ja. Also gut, aber dass die möglicherweise in Amerika was ausprobieren, was bei uns glücklicherweise noch nicht ist, das kann auch sein. Vuitton schreibt zum Beispiel, Morgellons entstand, dass die Amis Glasfaser statt Polymere verwandten. Ich nehme an, jetzt... Glasfasern bei was? Schreibt er da jetzt leider nicht, aber du hast ja auch, also diese Polymere wurden, ja auch, wie du jetzt schon geschildert hast, als also die Fallout kommen vom Himmel runter, die sah man sehr gut. Also ja, da gibt es auch einiges im Netz, was man sich anschauen kann. Das sind so wie Perlenketten, sieht das aus, ganz, ganz fein. Und ja, und aus, also von Morgellons Betroffene klagen dann eben auch über so faserartige Strukturen, die aus ihrer Haut rauskommen. Das ist grauenhaft. Nein, das ist grauenhaft. Das man wird da, ist und grauenhaft. Die Leute, und man wird da wirklich irgendwie so, das ist wieder mal so ein Thema, wo man ständig mit seinen Urängsten konfrontiert wird. Ja, also ich muss sagen, also das ist schon, wenn man so einen Fremdkörper in sich hat und dieses Zeug krabbelt und kribbelt unter der Haut und macht sich halt wahnsinnig, finde ich natürlich ganz was Schlimmes. Ja, diese, ach Gott. Aber wenn man sieht, oder diese Nanotechnologie, die wird heute bereits in unseren Esswaren sehr stark benutzt. Also man kann sich da mal gescheit machen auf dem Internet, wenn man eingibt... Ja, auch in der Kleidungsindustrie und so weiter. Oder Ernährung oder irgend sowas. Also Kleidungsindustrie. Bekleidungsindustrie und überall. Also diese Stoffe sind überall. Tja, ja. Was ich eben auch sehr spannend gefunden habe, ich weiß nicht, ob du die Einleitung gelesen hast, ist, dass also mittlerweile zum Beispiel auf Wikipedia die Beschreibung eines normalen Kondensstreifens, ja, ja, da steht dann, auch können die sonstigen Aerosolpartikel der Flugzeugabgase noch über Tage und vergleichsweise großräumig die Wolkenbildung verstärken. Mhm. Ich meine, das war doch früher nicht so, oder? Nein, das war nie so. Also, weil, das ist nämlich das Lustige, weil ich schon langsam, man glaubt ja wirklich, man spinnt. Also mir geht es das ähnlich wie dir, als du diesen Tower angerufen hattest. Ja, ja. Die, meinte, die sagen mir, nein, wir sehen nicht. Ich lese da eben. Ja, bitte sehr, braucht ihr Brillen oder was? Oder ja. Wenn sie nicht sehen, dann sind sie im Tower am falschen Ort, habe ich gesagt. Dann ist das gerade gemeingefährlich, wenn sie nicht sehen. Das ist nämlich dann das Lustige, weil... Jetzt werden auf einmal Kondensstreifen so beschrieben wie Chemtrails und damit einfach behauptet, und somit gibt es keine Chemtrails. Ja, das ist ein komisches Argument. Ja, ja. Denn wenn es jetzt wirklich Wolkenbildung gibt, die durch Flugzeugabgase
verstärkt werden etc. oder verstärkt wird, dann okay, dann nennen wir es nicht mehr Chemtrails, nennen wir es halt Kondensstreifen wieder. Ja. Es ist ja völlig wurscht, wie wir es nennen. Hey, das ist irgendwie nicht okay, wenn der ganze Himmel verhangen ist durch, wie du es auch beschrieben hast, milchig weiß und ekelhaft. Der ganze Himmel ja. ist eine absolut dichte Schicht, also es gibt kein blaues Löchlein, eine ja. ganz dichte weiße Schicht. Ja, das stört niemand, das ist sehr komisch. Du gehst zum Beispiel ins Freibad da in Graz und es ist ein wunderschöner blauer Himmel und dann kommen diese Dinger und das ist einfach um 3 am Nachmittag ist vorbei mit dem wunderschönen blauen Himmel. Aber und dann, wenn es mit irgendjemandem geht, so es ist und da, ich verstehe das nicht. Ist, wenn das gemacht wird, das ist nämlich das Interessante, wird natürlich auch zum Teil tagsüber gemacht, aber sehr oft ist mir aufgefallen, wird es am Samstagmorgen früh, zumindest über der Schweiz, Samstagmorgen früh und Sonntagmorgen früh, wenn noch keiner auf ist. So meistens so zwischen 4, 5 oder 6 Uhr. Spätestens 6 Uhr. Also wenn du aufstehst, meistens der Normalbürger aufsteht, so um 8, ist der Himmel schon ganz weiß. Ja. Ja, ich meine, viele Leute wollen das einfach nicht wahrhaben, dass Nein, das... Nein, die wollen es nicht wahrhaben. Ich meine, schon langsam muss man es aber wahrhaben, weil es ist so. Ja, aber das Problem ist, wie ich dir gesagt habe, bei mir in der Firma, alles Leute, die in der Fliegerei arbeiten, sie sagen, ich will es nicht wissen, das macht mir Angst. Ich will es nicht wissen, sagen dir viele Leute. Sie wollen es nicht wissen. Ja, aber sie wissen es ja. Ich meine, sie ja, sie wissen es ja, sie wollen es nicht sehen. Ja, also sie müssen es ja sehen, dann, ja, oder? Die Wetterprognose am Tag vorher, oh, am Sonntag ist schön, alle freuen sich. Oh, komm raus, was ist denn das da? Ja, und es gibt also natürlich haben Chat ein paar, die irgendwie das einfach nicht glauben können und irgendwie nicht glauben können, dass diese Piloten so gewissenlos sind etc. Aber nein, die Piloten sind nicht gewissenlos. Ja. Die Piloten interessieren sich nicht um die chemischen Bestandteile im Fuel. Also ich kenne die Leute, man überschätzt Piloten, sind zwar nicht keine dummen Leute, aber die interessieren sich dafür, ist meine Maschine sicher, ist der Motor gut gewartet, klappert da nichts, wie alt ist meine Maschine, wie viele Passagiere habe ich an Bord, stimmt das Gewicht, also das kenne ich aus dem FF, aber das sind Leute, Entschuldigung, besser ausgebildete, ich will jetzt keinen Berufsstand in Verruf bringen, aber das braucht keine Superqualifikationen. Ja, sind Busfahrer ein bisschen besser. Ja, das hast jetzt du gesagt. Ich will kein Büro. Busfahrer sind mir sehr wichtig, weil die haben sehr viel mehr. Das sind alle total wichtig. Sehr aufzupassen, weil der Verkehr auf der Straße und in der Stadt ist viel größer als da oben im Himmel. Ich meine, das Flugzeug fährt ja der Computer heutzutage. Ja, aber ich meine, die haben sicher noch immer genug um die Ohren, als dass sie sich jetzt immer darum Gedanken machen, warum. Obwohl sie vielleicht auch sollten und manche es sicher tun, aber aus dem vorher von dir beschriebenen und auch und ich habe mit Piloten von uns gesprochen. Ich meine, ich kenne ja viele von unseren eigenen Piloten. Ja, sie haben das gesehen. Ja, was ist denn das? Ja, pff, ja, so quasi. Ja, was soll's, ja? Der Alltag, so, ja. Aber sie interessiert sie nicht, weil sie fliegen ja darüber, nicht darunter. Oder auf derselben Höhe. Naja, aber irgendwann müssen sie wieder runter. Also ich habe zum Beispiel über Italien habe ich... Also war ich im Flugzeug zurück von Asien nach Europa und habe da zum Fenster rausgeschaut. Ich habe immer die Kamera dabei, weil man sieht sonst auch noch interessante Sachen, wenn man runterschaut, so über Afghanistan und Iran und so weiter und so fort. Und wenn man da rausschaut und da über diesem Italien flog eine Maschine, die war vielleicht 2 Kilometer entfernt von uns, die hat so dicke Streifen da hinten rausgelassen. Ich habe gedacht, die müssen da mal rußen in ihren Motoren, das ist ja fürchterlich. Und das kam also so gelb-bläulich da raus, also fürchterlich. Ekelhaft. Man müsste einfach aber, und das ist das, was mir ein bisschen verwundert ist, bis heute eigentlich ist keiner mit irgendwie einem Wetterballon oder irgendwas darauf geflogen und hat direkt Proben genommen aus diesem Campus. Ja, oder das hat finde ich auch etwas komisch. Ja. Ich habe mich von einem... Oder vielleicht haben sie es gemacht, aber nicht publiziert. Ja, na gut. Aber ich habe von einem Hörer, beziehungsweise von jemandem, der sich mit einem ganz anderen Thema eigentlich beschäftigt, nämlich Bewusstseinskontrolle, was aber irgendwie überhaupt vielleicht auch damit zu tun hat, zu dem möchte dann am Ende, dass das auch eine Verlängerungsart von Moment. Aha, zu dem möchte ich auch noch kurz kommen, aber er hat zum Beispiel einen Vorschlag gemacht und zwar
erst auf die DOAES, heißt das, differenzielle optische Absorptionsspektroskopie gestoßen, ja, die im Institut für Umweltphysik in Heidelberg, ich glaube entwickelt, aber zumindest betrieben wird. Ja. Und da kann also relativ unaufwendig, also mit braucht man nur einen Wetterballon raufschicken und dann hat dann irgendwie mehrere Messpunkte. Ich habe es jetzt nicht ganz genau verstanden. Mhm. Es ist jedenfalls eine Absorptionsspektroskopie, das heißt, da werden